Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2 für die PlayStation 3 im letzten Part. Ach, scheiß drauf, machen wir einfach weiter. Was ist hier nur los? What do you want? Where does it hurt? I'm a doctor. We've confirmed your arrival at Aladi Sea Haven. Recover the data from the pursuit agent and return to company HQ. Sorry about that. Here's the data. But these poor people. Recovering the data is your top priority. Bring it to HQ immediately. What's so special about it? It's a copy of all the fractured dimension data that the former director Kresnik had collected and analyzed. Huh? Fractured dimension? So you had a run-in with Julius? Yes. We had him outnumbered 10-1, and yet he still decimated us. But at least we got the data off him. Get it back to HQ. It'll really help us improve our ability to detect waymarkers. You all go on ahead. I'll take care of these people. Need a hand, Princess? I prefer the company of Rowan, thank you. This old geezer would be honored to help, young mistress. Good thing I have thick skin. Kapitel 6. Spirias AG. Die. Beat up his former co-workers, huh? I want to believe he had a good reason, but... Gucken wir uns mal kurz an. Da, Splitterdimensionsdaten. Ja, Splitterdimension sagt uns ja schon was. Hm. Oh, hallo Elementerz. Auch so am Rumhängen hier. Hm. Gut, dann wollen wir jetzt zurück nach Marksburg und dann werde ich mir natürlich gleich mal erstmal die Pakete bei mir abholen, bevor ich zu der Spirias AGG. AGG. What about my cats? Are they back? They aren't. Aber die sind sehr, sehr kurz vorm Wiederdasein, wie man gerade gesehen hat. Moment, sind Elise und Rowan? Ja, man. Okay. My cats are back. Och, kommt schon. Findet was. Kann doch nicht so schwer sein, einfach diese paar Schuppen zu finden, damit ich endlich diese Aufträge abgeben kann. Unbelievable. Ich hoffe, ich finde bald mal anderes Katzenfutter, damit ich sie vielleicht auch so füttern kann, dass sie seltenere Gegenstände oder so mitbringen. I don't know. Triglath Hauptbahnhof. Aber wie gesagt, bevor ich jetzt in das Hauptquartier von Spirias gehe, werde ich erstmal kurz in mein Haus gehen und wenigstens die beiden Pakete aus dem Briefkasten holen. Nicht, dass der Briefkasten irgendwann noch überfüllt ist. Aber dann ist bestimmt die Nachbarin so nett und nimmt das an. Für mich. Ja, ja. Okay. Gut. Gute Sache. Hier ist mein Haus. Mhm. Mein Haus. Nicht dein Haus. Hm. Okay, Hallöchen, Frère Appartement. E1. Päckchen. Moskito. Ein Buch mit dem Jude. Zugang zum Minimalschaden hat. Okay. Und Kitty Crisps. Manchmal lohnt es sich doch gar nicht mal so viel zu spenden. Hm? Aber wie viel muss ich insgesamt nur noch spenden? Auch nur noch 19 Millionen. Moment. 19.900.000. Ich habe einfach noch nicht mal ein Zehntel. Gott. Aber ein Zehntel des Spiels habe ich locker schon geschafft. So. Hey, was willst du machen? Zeige ich gleich. Ich will kurz den einen Auftrag erfüllen. Den einen kleinen Auftrag. Nämlich, muss ich dafür Wölfe töten? Und zwar wie viele? Nicht Strategie.
Uralte Katze, eine. Nur. Könnt ihr mir helfen? Ich verspreche euch, ihr bekommt einen guten Lohn. Für eine einzige? Krass. Was ist das hier noch? Ach so, ja. Ach ja. Feinddaten. Stimmt, gegen den hier konnte ich auch schon, oder musste ich auch schon zweimal kämpfen. Baccarat ist hier als Boss eingespeichert, okay. Julius. Rowan. Walt. Okay. So, ein Kätzchen. Du bist doch eine uralte Katze, ne? Theoretisch. Au, au, Mann, Hinterhalt, Hinterhalt! Au. So. Das wäre es mit dem Job gewesen, oder? Oder ist die uralte Katze eine bestimmte? Nee, ist es nicht. Und er bekommt FP plus 4, der gute Alvin, weil wir eine bestimmte Anzahl von den Viechern besiegt haben. Yeah! So bekomme ich jetzt neue Jobs, das wäre mal wieder was Cooles. Nichts Neues. Schade. Ich habe jetzt schon Holzmarke, Holzabzeichen, Holzsiegel, Holzmedaille, wenn ich jetzt als nächstes kommt der ganze Bronze-Stuff, dann der Silber-Stuff, dann der Gold-Stuff und dann die Meistermedaille. Okay, jetzt muss ich aber erstmal schnell zu Spiros AG, die warten schon auf mich. Das ist hier. Auf der Technologiestraße. Waren wir ja schon mal drin. Und vielleicht kann ich jetzt sogar in die höheren Stockwerke, wir werden sehen. Apropos sehen, bei wie vielen Minuten sind wir denn aktuell? Ich will nichts zahlen. Hier. 1, 9... 3, 1, kannst du haben. Ja, ich habe das gerade aus Versehen geöffnet, das Menü, und dann dachte ich mir, ach, dann kannst du ja gleich mal was spenden, Ju. Ja, ja. So. Hallo, ich bin da. Erstmal, oh, einmal in der Spirius AG speichern, das ist schön. Ja, ja. 50 und 100. Danke. Hi, ich hab was für dich. We've been expecting you, Mr. Kresnik. Please deliver the item in question directly to the CEO himself. Look at this place. It's so big and pretty. Indoor voice, Leia. Who are these people? Wenn ich das wüsste. Ja, meine Freunde. I believe only Mr. Kresnik was invited. I'm Luger's friend and advisor. And I'm the acting guardian of these miners. I'm acting guardian number two. And I'm acting guardian of this kitty. One moment, please. Acting guardian number two, huh? Look who's talking. All of you may enter. Mr. Bakur is most impressed by the loyalty you engender in others, Mr. Kresnik. Cool. Was er nicht gesagt hätte, wenn ich das wüsste. Oh, oberes Stockwerk. Oh, it's so beautiful. Erstmal eine Runde drehen. Yay. Hurry, hurry. Okay. Nein, nicht schon wieder. Hi. Okay, danke für das Büro. Alles klar, ich gehe dann mal. Bakur. Why, Luger? I've been waiting for you. Thanks. Any leads on your brother's whereabouts? Well, as it turns out, I have news for you of both varieties. Good and bad. Which one first?
Ach, fangen wir mit der guten Nachricht vielleicht an. Ja. I would like to recruit you as an agent in our corporation. Yeah. Don't act so surprised. It makes perfect sense. I've been keeping my eye on you this whole time. You never back down from difficult situations. More importantly, you have the strength to face them. I'd wager you've been doing more than just keeping an eye on him. You've been testing Luger. You can't get the true measure of a man by observing from a distance. You said there was bad news, too. Mr. Kresnik's going on the police's most wanted list. So they're gonna throw Luger in jail? Your life's about to get a lot tougher. But if you become one of my agents, I'll keep the police off your back, even if I have to get pushy. He doesn't even have a choice. This is blackmail. I failed to mention that an agent's salary is considerable. You'll be killing two birds with one stone. You can avoid arrest and pay off that massive loan almost overnight, provided you show me results, of course. What kind of results? No fractured dimensions. Fractured dimensions? Surely you've noticed them. Worlds like ours, but not? Think of this flower as our prime dimension, a world where history flows in a way that's familiar to us. But it's not the only blossom. There are offshoots. When one of these appears, it disperses soul energy from the prime dimension. Our dimension, in other words. Wait, it disperses? That can't be good. And what happens if we don't do anything about it? Ultimately, souls will vanish from the prime dimension. Of course, this means humans will die out as well. Whoa, whoa, time out. This all sounds pretty far-fetched. Olympias going dry. The failure of Spyrite technology. What if I were to tell you those effects were caused by the loss of soul energy from the prime dimension? It can't be true. Oh, but it is. Spyrius has been working to save our world by eliminating its counterparts in the fractured dimensions. How could you possibly eliminate an entire world? That is a question for our friend Luger here. His Chromatis transformation has the power we need to infiltrate and destroy these parasitic realities. The power to destroy a world. No fair! I have no idea what everybody's talking about! Luger, for the sake of this world, the true world, you must help us. Oh nein. Don't let me down. You're officially a DODA agent of Spyrius. One thing I still don't get. What's causing these fractured dimensions? It's not a what, it's a who. A great spirit of Kanan. Kronos. Das wäre das in deinem Kampf. Another great spirit? There is nothing to fear. We have in our possession the power needed to oppose him. Come to the underground training area, and I will show you how to wield it. I have to admit, being an agent for the Spyrius Corporation is kind of a big deal. But are you sure about this? Ich sage mal eigentlich nicht. Thought so. But if the CEO says you can handle it, that's a big thumbs up. I mean, my editor will barely let me take down a classified ad. This could be your big chance to make it big. Ugh, what reporter uses big twice in one sentence? Bonus-Szene leer. Okay. Beasley Bacour. Beasley Bacour certainly lives up to his reputation. He certainly makes an impression. He's like...
König von Olympios, der Boss einer Schurkenorganisation. That's not far from the truth. Bakor casts a heavy shadow over the world of Olympian politics. If he wanted to, he could probably topple the government or single-handedly start his own war. I've been reading back issues of the paper, and it seemed like the Spirius Corporation was a driving force behind the Otherworld Reactor plan. But as soon as the schism was destroyed, they immediately switched sides to back Marcia's moderate government. I wonder what they hope to achieve with that change. This doesn't sound like any king I've ever heard of. Well, regardless, he's Luger's boss now. Let's just make sure we're the ones using him and not the other way around. That makes sense. We can't accomplish much without him. But be careful. I don't think that Bakur was lying, but I'm pretty sure he wasn't telling us everything either. I agree. Oh mein Gott, er hat den ganzen Satz gesagt. Oh mein Gott, Luger, du hast den ganzen Satz gesagt. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid jetzt Agent. Ich weiß, dass ihr das großartig macht. Gut, du bist also die Pflanze, ja. Cool. Cooles Lied. Not exactly the tailored suits and financial reports sort of CEO, huh? Hier sind plötzlich Menschen. Oder jemand hat mal 1500 Gold liegen gelassen. Für mich, dankeschön. Oh. E30. Oh, ich schau mir das jetzt alles an hier. Oh, hier ist ein Automat. Ein Automat, oh ja. Was kann ich denn so Schönes herstellen? Ja, erstmal damit hier nicht mehr neu steht. So. Immer noch das gleiche hier. Nix, nix, nix. Ja. Okay. Hier könnte ich rein. Auf da. Oh. Das ist die Zentrale. Hm? Prüfen. Notfallcode Ausbildungszentrum. Ich schreibe mir den jetzt mal sicherheitshalber auf. Oh, das ist die aus dem Weg, bitte. Danke. 7. 5-0-5-7-7-8-4. Was willst du? Diese Maschine steuert das unterirdische Ausbildungszentrum für Agenten. Das Terminal zeigt den aktuellen Notfallcode für das Trainingsgelände. Der Notfallcode wird verwendet, um die mechanischen Soldaten zu sprengen. Auf dem Gelände befinden sich viele mechanische Soldaten, mit denen Agenten trainieren können, aber im Notfall können sie alle auf einmal zerstört werden. Ihr müsst den Code in ein Terminal in der Trainingsanlage eingeben. Der Code wird regelmäßig aktualisiert. Achtet also darauf, dass ihr immer den neuesten Code habt. Obwohl ihr ihn nicht oft benötigen werdet, hoffe ich. Mark Herzenberg, komm schon. Chopin. Fuck you. Spirius AG jetzt schon. Das gilt als eigene Stadt, WTF. Nein, aber ich brauche noch mehr alles. Kommt schon, Kiddies. Do it. Und danach müsst ihr noch in Triglath. Stuff suchen hier, so ein. In Triglath müsst ihr nämlich noch einen Whisky suchen, genau. Aber hier scheint dann sonst weiter erstmal nichts zu sein. Ist nicht schlimm. Was ist denn so in E20? E20. Hier steht noch ein Automat. Ich drücke den einfach einmal an, einfach um ihn einmal angedrückt zu haben. Nur mal kurz so, also das ist ganz oben, das ist E30, das ist E20, das ist E10, das ist Erdgeschoss und das ist der Keller. Okay. Was ist denn hier? Büro, E20, Büro, oh jo. Oh, Katze. Tiggy. Miau. Jetzt habe ich schon neu Flecki, jetzt noch Tiggy, warum liegt hier Müll? 3000 Mal pro Sekunde. Oh, das ist eine Jukebox. Oh, bitte die Prototyp nicht anfassen, sie können explodieren. Okay. Cool, lass mal alles sprengen. Da hatte jemand wieder einen roten Mund über sich. Und hier liegt ein Sandwich. Warum haben wir das Platzpunkt nicht gegessen? Schlafsack. So, was ist mit dir? Ihr seid Luger Kresling, nicht wahr? Ah, entschuldigt mich, ich habe von Julius viel über euch gehört. Wusstet ihr, dass ihr in der Abteilung für Netzwerktechnologie arbeitete? Ich bin in der Abteilung für Panzerentwicklung tätig
Aber wir haben beide im gleichen Jahr in der Firma angefangen. Ich weiß, zurzeit geht es hier ein bisschen chaotisch zu, aber es gibt sicher für alles einen Grund. Ich kann euch vielleicht irgendwie helfen. Schaut mal bei mir vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Okay. So, hat hier sonst noch jemand irgendwas Interessantes zu sagen? Wahrscheinlich liegt hier in irgendeinem Grasbüschel wieder irgendwo Geld oder Apfelgummi oder so. Ja, ich habe Apfelgummi und nicht Abführgummi gesagt, ja? Ich hoffe, ihr habt es falsch versteht. So, jetzt mit den C10. Falls ihr euch wundert, hier geht's doch nur bis Erdgeschoss. Wie willst du denn dann bitte runter in den Keller kommen? Ich glaube, ich weiß wie. Nämlich im Erdgeschoss war ja so ein Weg. Also ein Weg, was glaube ich, da war noch ein zweiter Fahrstuhl. Und ich denke mal, mit diesem komme ich dann in den Keller. Prüfen. Puddingkuchen. Jetzt muss ich hier schon die Putze spielen, das ist ja unfassbar. Hm? Ah, sind Puppe ein beliebter Preis in Spielhallen von Erwachsenen. Stub. Mir fällt Clown gerade auf Englisch nicht ein. Scheiße. ETF, wieso fällt es mir nicht ein? Yeah. Moment. Alles gut, egal. Nichts passiert. Vergesst, warum ich gerade Moment gesagt habe oder dass ich es überhaupt gesagt habe. So, jetzt schnell ins Erdgeschoss. Und dann rüber zum anderen Fahrstuhl. Ins U10. Zum Trainingsgelände. Allerdings würde ich erstmal sorgen, dass das hier für den Part war von Let's Play Tales of Xillia 2. Hier steht auch ein Objektladen. Ja, von Tales of Xillia 2 für die PlayStation 3. Ich glaube, im nächsten Part werden wir dann hier unten irgendwas machen. Uns wurde ja gesagt, dass hier irgendwas Mysteriöses gezeigt wird, womit wir den Geist in Kanan besiegen können. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, das finden wir dann im nächsten Part raus. Bis dann und ciao.